So, hey ho, hallo alle miteinander und willkommen bei, ja, mir ist kein anderes Spiel eingefallen, wo man reden kann als in einem Flugzeug, genau gesagt, am Dortmunder Flughafen, das erkennt man nicht, es ist stockfinster, die Lichter scheinen, die Grafik ist nicht mehr aktuell, aber es ist, ja, es war einmal vor langer, langer Zeit, da war dieser Flugsimulator grafisch sehr top. Dann gab es da ganz viele Add-ons, naja, aber damit will ich mich jetzt nicht aufhalten. Wobei, ich habe den echt teilweise ganz gerne gespielt. Also ich habe mir das wirklich über Kurse und so beigebracht ein bisschen, wie man eine Landung und so anfliegt und alles. Und ja, war immer ganz spaßig, habe ich dann zeitlang gemacht. Wenn ich nicht wusste, was ich machen soll, dann bin ich einfach von hier nach Mallorca oder sonst wo geflogen. Dauert ja eine Zeit lang, ist man ein bisschen beschäftigt. Ich weiß zwar nicht, was ich während der Zeit gemacht habe, aber naja, Nun, wie ihr dem Titel des Videos wahrscheinlich entnommen haben werdet, geht es hier nicht um Flugsimulator. Ich werde euch auch nicht beibringen, wie ihr das Flugzeug da über die Startbahn katapultiert, sondern tatsächlich werde ich einfach nur darüber reden, warum in letzter Zeit keine Videos kommen. Was euch eventuell aufgefallen ist, wenn ihr den Kanal aktiv verfolgt, ist ja immer so die Sache. Man weiß nie, wie viele jetzt aktiv verfolgen und wie viele nicht, weil die Aufrufe auch immer schwanken. Auf jeden Fall ein paar schreiben ja immer sehr, sehr häufig, sehr regelmäßig Kommentare, da freue ich mich immer drüber. Ja, aber um beim Thema zu bleiben, wie ihr sicherlich in Harvest Moon, in Minecraft oder sonst wo schon mitbekommen habt, ich rede da ja häufig drüber, wenn ich da gerade ein Problem mit habe, und zwar, ich habe ja die ein oder andere psychische Erkrankung und momentan ist es halt so, dass ich in ja so einer depressiven Episode drin hänge und ja, kennt ihr sicher, wenn man völlig impulslos ist, also man hat nicht den Ansporn, irgendwas zu machen, man hat nicht den Ansporn zu schlafen, man hat nicht den Ansporn aufzustehen, man hat nicht den Ansporn, was zu spielen, man hat nicht den Ansporn, ein Video zu gucken, man hat nicht den Ansporn, irgendwas zu machen, man hat nicht den Ansporn, wirklich mit jemandem zu reden oder sich irgendwie abzulenken, irgendwie versuchen zu zeichnen oder irgendwie Programme konfigurieren oder sonst was, alles, was man gerne in seiner Freizeit macht oder was ich zumindest gerne in meiner Freizeit mache. Ja, und dementsprechend ist es dann auch bei den Let's Plays. Also, ihr könnt euch das in etwa vorstellen. Ich habe natürlich sehr viel Zeit, die ich da rein investieren könnte und gerne würde, es aber einfach nicht kann, weil ich quasi vorm Computer sitze und sobald ich die Aufnahme starten würde, 5 Sekunden später würde ich wieder in mich zusammensacken. Das heißt, ich würde völlig still sein oder irgendwie versuchen, zwanghaft zu kommentieren, was jetzt nicht gerade das Beste ist, wie ihr vielleicht wisst. Weil ich das in 1, 2 Folgen schon mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Auf jeden Fall, solche Videos von mir mag ich nicht. Ich will immer den Spaß am Spiel, den ich habe, transportieren. Und wenn ich momentan keinen Spaß am Spiel habe, dann kann ich den auch nicht transportieren. Und das ist, ja, dann verfehle ich so gesehen den essentiellen Kernpunkt meiner Absicht bei Let's Plays. Ja, ich wurde auch schon ein paar Mal danach gefragt, das heißt, ein paar scheint es ja doch zu interessieren, muss ich auch immer damit antworten, dass ich leider, ja, verhindert bin, mehr oder weniger. Ich hoffe übrigens, man hört meinen CPU-Lüfter jetzt nicht so stark, weil der Flugsimulator hier zieht ganz schön viel CPU-Leistung ab und zu. Wahrscheinlich, weil er alles hier drumherum berechnen muss, weil, wie ihr wisst, beinhaltet der Flugsimulator die ganze Welt. Yay! Zwar nicht sonderlich detailliert, aber er tut es und das ist ja das Entscheidende. Naja, auf jeden Fall musste ich da dann auch immer antworten. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Twitter folgt. Da twitter ich ganz häufig darüber, wie es aktuell steht. Und ja, es ist eigentlich, ich könnte meine Twitter-Seite in Mimimi umbenennen, weil ich eigentlich nur Mimimi mache, ehrlich gesagt. Also ich mag es eigentlich selber nicht, mich zu beschweren über Dinge, über mein eigenes Ergehen. Aber irgendwie manchmal muss man da einfach drüber reden und dann denke ich, Twitter ist da eine ganz gute Plattform, weil man halt immer so kurze Texte verfassen kann und nicht irgendwie ausführlich etwas besprechen muss, weil mir dann häufig die Worte fehlen, weil ich dann nicht weiß, wie ich es formulieren soll. Deswegen ist es auch immer schwierig, ein Infovideo zu machen. Also für mich schwierig, ein Infovideo zu machen, weil ich halt keine Ahnung habe, in welcher Reihenfolge gehe ich das Thema jetzt an, wie gehe ich das Thema jetzt an. Naja, also der Kernpunkt war ja, wie gesagt, man merkt es mir vielleicht jetzt nicht an, aber es ist tatsächlich so, dass ich ganz große Teile des Tages über einfach nur da sitze und weiß nicht, was ich machen soll. Und das ist ja halt das typische Bild einer Depression und ja, irgendwie,
komme ich davon auch momentan nicht so ganz los. Ach ja, und ich sehe dann immer andere Let's Plays machen. Zombie oder Mordado schaue ich ja sehr gerne. Sehe ich, wie sie Spiele spielen, die ich gerne spiele, die ich auch gerne spielen würde. Ich würde zum Beispiel gerne Starbound Let's Playen oder sonst was, aber irgendwie, ja. Also mir fehlt ehrlich gesagt zu allem die Kraft und das klingt jetzt immer echt so ein bisschen komisch. Also es klingt so ein bisschen selbstmitleidmäßig, soll es aber eigentlich gar nicht. Naja, so eine Depression ist ja auch ziemlich irrationell häufig. Die bezieht sich ja nicht auf das, was wirklich schief läuft oder so, sondern ist einfach universal da, auch wenn man es gut hat, so gesehen, was ja das Paradoxe da so ein bisschen daran ist. Aber naja, also ich weiß halt echt nicht. Bis vor ein paar Tagen oder bis vor einer Woche wieder häufiger Elder Scrolls Online gespielt, weil ich mag das Spiel echt gerne und dachte mir, während ich das gespielt habe, jetzt das zu streamen oder aufzunehmen wäre doch ganz nett. Ja, und dann saß ich oben, ehrlich gesagt, saß ich vor meinem Computer. Ich sitze normalerweise unten im Wohnzimmer vor meinem Laptop und dann saß ich halt hier oben in meinem Zimmer und habe mir irgendwie gedacht, ja, nee, klappt nicht, kannst du nicht irgendwie. Ach ja, und man fühlt sich da dann teilweise echt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll, unfähig teilweise, wenn man merkt, das kriegt man nicht hin, das kriegt man nicht hin, das kriegt man nicht hin. Vor allem auch vor dem narzisstischen Hintergrund meiner Erkrankung ist es da dann natürlich auch so mit Selbstkritik da und ja, das ist ehrlich gesagt, ja, nervig. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Also, ihr wisst ja, ich habe eine Zeit lang echt regelmäßig Videos gebracht, also jeden Tag eins oder zwei, zu Zeiten, als Gothic 3 lief. Da war das einfach, ich hing da nicht in dieser Phase drin und hatte dementsprechend Spaß beim Spielen. Und dann, wenn man Spaß beim Spielen hat, möchte man nicht aufhören. Dann hatte ich manchmal 4 Stunden am Stück irgendwas aufgenommen und ich wusste gar nicht, wie ich das alles hochladen soll, weil ich da nur eine 1 Mbit-Upload, also nur in Anführungszeichen, andere haben wesentlich weniger, auf dem Land, hier in Deutschland oder sonst wo. Kam ich mit dem Upload gar nicht hinterher. Da musste ich die Gothic-Folgen 12 Minuten lang machen, weil länger wäre vom Upload nicht möglich. Ich musste möglichst nachts spielen, also in Gothic immer schlafen, damit es nachts ist, damit die Dateien kleiner werden und etc. pp. Und ja, man kann es eigentlich schon fast sagen, wirklich seit ich die neue Leitung habe, flaut es immer mehr mit der Stimmung ab und es wird ja immer nerviger, immer blöder, immer dover, keine Ahnung, was der Komparativ von doof? Döver oder dover? Ich glaube dover. Oder döv, döver. Ich glaube döver. Ich bin mir nicht sicher, muss ich vielleicht mal nachschauen oder ihr schreibt es in die Kommentare. Das kann ja auch durchaus sein. Hochauflösende Texturen, wie man hier sieht, gerade übrigens. Seitdem schwallt das alles so echt so ein bisschen ab. Am Anfang habe ich noch da habe ich dann 40 Minuten Gothic-Folgen gemacht und wollte eigentlich die Folgen fast noch länger machen. Und jetzt ist es teilweise echt so, dass ich nach 20 Minuten oder so oder nach 15 Minuten vollends die Konzentration und den Hang dazu verliere, dass ihr dann vielleicht merkt, dass ich bei Harvest Moon häufig abrupt abbreche. Das liegt grundlegend daran. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem Video hier eigentlich groß bewirken will. Eigentlich nur tatsächlich informieren. Deswegen heißt es ja Let's Inform bei mir immer. Vielleicht für die sich wundern, warum keine Videos kommen und mir nicht auf Facebook oder Twitter folgen oder das auch gar nicht haben. Das ist ja auch bei vielen der Fall. Ich folge ja auch nicht allen YouTubern auf Facebook, die ich abonniert habe. Aber auf jeden Fall, ja, ich hoffe, ihr seid da echt ein bisschen geduldig mit mir, weil, ich kann ehrlich gesagt, da nicht sagen, wann die nächsten Videos kommen. Also das ist ja mehr oder weniger jetzt hier ein Video. Es ist ja eigentlich ein Rumsteh auf der Startbahn und die Startbahn blockieren, damit bloß kein anderer hier langkommt. Ich habe schon wieder vergessen, wie man das COM-Interface aufruft. Ich habe alles vergessen. Ich habe vergessen, wie man den Schub erhöht. Also man kann natürlich alles mit der Maus hier machen. Hier so. Ach, seht ihr gar nicht.
Also ich könnte hier jetzt zum Beispiel auch mal L machen, dann ist hier Finsternis. Das ist eigentlich auch ganz witzig, aber ist jetzt eigentlich auch nicht so von größer Bedeutung. Und ich mach mal wieder an. So dunkel hier. Cool, erst so ein Flashlicht. Das ist ja fesch. Naja, auf jeden Fall. Ist das ein bisschen doof. Und ich weiß halt auch echt nicht immer, wie man sowas am besten erklärt. Deswegen ist meine Erklärung und das ganze Video hier natürlich wieder etwas wirrwarr. Ja, wirrwarr ist super. Ach ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis mit mir und könnt da euch ein bisschen gedulden oder freut euch vielleicht, dass ich euch nicht mit Videos zumülle, die ihr euch dann angucken müsst. Ach ja, hat man manchmal so irgendwie das Gefühl, dass man selbst, wenn man ein Video veröffentlicht, dass man damit irgendwie andere zumüllt und das denen antut, dass sie sich das angucken. Aber es haben, glaube ich, viele. Also das ist immer, denke ich, standardmäßig, wenn man selbst Sachen produziert oder ähnliches, dass man da sehr, sehr kritisch mit ist. Also so denke ich jedenfalls. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich wäre mir ziemlich sicher. Komisch, die Lampen leuchten gar nicht. Dabei ist das Licht hier ja an. Oder sind das nicht die Lampen hier? Oder sind das andere Lampen da vorne? Am Kontrollbrett ist ja eine Lampe, aber sonst die Lampen müssten eigentlich die sein. Ach ja. Nun gut, dann hätte ich eigentlich auch, denke ich, alles gesagt. Habe ich auf 11,5 Minuten gestreckt, wäre ich ein Paid-YouTuber, dann würde ich dafür jetzt extra Money kriegen, weil es über 10 Minuten ist, glaube ich. Ist aber nicht meine Intention und ich kriege ja auch gar kein Money von YouTube, weil ich nicht mal in einem Netzwerk oder ähnliches bin. Und AdWords, da müsste ich erstmal ein Konto mit verbinden und, also von Kontopflege habe ich noch nicht so viele Ahnung, ehrlich gesagt. Da bin ich ein bisschen, ein bisschen überfordert, ein bisschen überfragt, aber naja. Ach ja, wenn ich noch wüsste, wie man vernünftig, ich glaube, auf 3/4 Maximalschub muss man stellen, wenn man startet und die Nase halt vorsichtig hochziehen, wie immer. Fahrwerk möglichst schnell einfahren und dann habe ich eigentlich fast immer schon auf Autopilot geschaltet, weil ich gerne den Autopilot nutze. Das ist, das ist hier, da, AP, Autopilot, also ich mache es mal eher in die Mitte. AP mit super texturierten Sachen. Und da kann man dann hier schön einstellen. Altitude, also Höhe und Speed kann man einzeln ausmachen. Dann noch die Grad, wie weit man um eine Kurve fliegen soll, kann man da auch einstellen. Kann man alles sehr, sehr schön hier einstellen. Ach ja, ich habe sogar vergessen, wie man auf die Außensicht wechselt. Ja, es ist seltsam. Irgendwie wollen sich in letzter Zeit Spiele nicht mit der Game Capture, mit dem Game Capture von OBS aufnehmen lassen, sondern immer tatsächlich nur entweder über Fenster. Aber wenn ich Fenster nehme, dann ist das Fenster nur 1/4 des Bildschirms groß. Ich weiß nicht warum. Also das Fenster auf meinem Hauptbildschirm ist komplett groß, aber in OBS ist es 1/4 des Bildschirms groß und das lässt sich auch nicht. Also es ist diese Größe. Der rote Rahmen umrandet quasi das ganze Bild. Und Game Capture will bei mir irgendwie die meisten Spiele nicht abnehmen. Und da oben ist ein Flugzeug. Ein Chuchi. Das ist ja schön. Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es nicht mehr. Ach, da ist es. Ist schon weitergeflogen. Ist eigentlich echt cool. Also der Flugsimulator wird ja, soweit ich weiß, auch professionell verwendet. Da ist die Maussteuerung gerade fisselig. Wird ja, soweit ich weiß, auch professionell verwendet. Dementsprechend ist der auch ziemlich gut im Vergleich zu manch anderen Simulatoren. Also das hier ist jetzt die Steam Edition. Die habe ich mir natürlich geholt, als sie reduziert war. Dachte ich mir, hey, du hast es ja nur zweimal auf DVD. Warum kaufst du es nie auf Steam? Eigentlich nur, weil die Installation auf DVD immer so langwierig war. Aber naja, okay. Dann habe ich euch hoffentlich mal genug zugequatscht. Die letzten 3 Minuten waren ja jetzt sonderlich wenig informativ. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ganz viel Kraft für die Woche. Und ansonsten auch ganz viel Kraft für alles, was ihr da machen mögt. Also dann, bis denne und hoidio. So, ich warte bis 35.